Hallihallo, Hallöchen, wir spielen wieder LS22 und sind auf der Röwitz, LPG Röwitz, es geht weiter und heute sind wir nochmal am Gärreste ausbringen und zwar mit dem ZT 403, ja, 403 gab's wirklich und okay, hier sieht man es wenigstens, wo das Zeug hingeht. Jawohl, das sieht doch cool aus. Das sieht doch nach Kacke aus. Nein, ist Gärreste. Stimmt. Sieht aber aus wie Kacke. So, wenn es euch gefällt, lasst noch ein Däumchen da. Wenn ihr noch irgendwas LS mäßig kaufen wollt, schaut doch mal in der Videobeschreibung, könnt ihr es über meinen Link tun, würdet ihr mich damit unterstützen. Und ja, wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt es auch. Ich glaube, das ist eigentlich klar. Und ja, ansonsten schreibt doch einfach. Super, jetzt ist das Ding schon leer. So, jetzt versuchen wir dem mal zu sagen, er soll eigentlich da hinten hinfallen. Ob er das macht, weiß ich nicht, aber Versuch macht klug. So, wir steigen in den ZT-323 ein und werden nämlich Gärreste auch mit dem ausbringen. Wir haben noch ein Fass gekauft. So, das ist noch niegelnagelneu, aber nicht mehr lange. So. So, wenn der andere Traktor denselben Weg nimmt, werden wir ihm vielleicht noch begegnen. So, einen haben wir noch. Eingang. Also gesehen habe ich ihn, ob da ein Weg lang führt, das bezweifle ich. Ah, da kommt er, eingerast wie ein Wilder. So, gucken wir, ob Opa wieder draußen sitzt. Jawohl. Die Hupe nicht gefunden. Opa findet immer die Hupen, aber ich finde die Hupe am Traktor nicht. Okay. Spaß beiseite. So, ich habe mal geguckt. DDR-Nummernschilder gibt es eigentlich nicht. Sonst hätte ich da welche montiert, aber ja, egal.
So, ich glaube, ich fange mal mit dem auf der Seite an. Mal gucken, wie weit wir da kommen. Oh, da drehen schon die Räder durch. So, ich sehe gar nichts von den lauter Bäumen hier. So, komm, gib Gas, Junge. Vielleicht schaffen wir es bis zur Straße. Okay, das ist nicht schlecht gegangen. So, jetzt sagen wir dem auch hier mal so. Keine Ahnung, ob er den Weg findet. Er soll da hinfahren. Und wir? Warte mal, ich glaube, der andere hängt da unten fest. Wieso hängt denn der da fest? Ich hab gedacht, der ist schon bei der Bigge, hä? So, dann können wir auch schon wieder vollgeladen zurück zum Feld.
So, die heizen hier durch die Ortschaft. Das ist ja nicht normal. Hallo? So, 16, schneller geht's nicht. So, da kommen wir auch bis auf die andere Seite rüber. So, das gibt einen guten Dünger. Da werden die Pflanzen wachsen wie nix. So, der ist auch leer. So, schauen, ob der auch bis zu BGA fallen kann. Der kennt wahrscheinlich eine Abkürzung. So, ich werde schnell den Trigger wieder voll machen hier.
So. So, und er ist auf jeden Fall auch da. Jetzt versuchen wir das. Wo ist das komische Feld da hinten? So, und wieso dreht der andere um? So, den haben wir auf jeden Fall einen Job gegeben. Und okay, das sieht mittlerweile so aus. Der andere donnert übers Feld, alles klar. Wir haben aber noch was Neues. Ja, nicht die Mähdrescher. Aber so ähnlich. Wir haben jetzt da eine Waschanlage zu stehen. Auf den Firmennamen muss man ja nicht achten bei der Waschanlage, aber sonst können wir nämlich jetzt hier die Geräte tiptop waschen. Ja, der sieht wieder aus wie neu. So, jetzt ist die Frage, stellen wir sie da rein? So sieht das doch schon ganz gut aus. So, der nächste Drescher.
Also da können wir keinen neuen Drescher mehr draus machen. Aber wir können ihn wenigstens waschen. Ja, da kann man doch wieder aus dem Fenster gucken. So, das stellen wir nachher woanders hin. So, jetzt gucken wir aber erstmal, ob der andere da irgendwie Feldarbeit macht, das schon. Und können wir den auch sagen, hier, Job erstellen, nein. Aha, ich muss erst, ich bin im falschen Fahrzeug. So, vielleicht machen wir auch noch erst die Kante. Das Vorgewinde. So.
So, jetzt kann ich dem wieder sagen, ab zu Biggie, So, und dann kann der hier oder die den Job fertig machen. So, aber das bringt doch nichts. So, wenn man nicht alles alleine macht. So, und dann heißt es auch wieder Nachschub holen. Da können wir wohl auch nicht dahin, wo wir eigentlich hin wollen. Vollgas! Dreh bloß nicht wieder um. So, jetzt versuchen wir da noch mal. Shop erstellen. Feldarbeit. Ja, ich weiß ja nicht genau wo. Ich kann mir ja nicht die Koordinaten merken. So.
So, theoretisch würde das einigermaßen aufgehen, wenn sie wissen würden, was sie machen sollen. Aber ja, wir haben ja den ganzen Tag Zeit und genug Gärreste, die wir verballern können. Aber ich sage erstmal danke fürs Zuschauen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.